Hallo Leute, schön, dass ihr dabei seid. Neue Folge im Item Enemy und Boss Randomizer von Dark Souls 3. Im Anwesen von Irithyll geht's jetzt nun hinab, ups, falsche Richtung, in den Kerker von Irithyll und dort mit großen Schritten in Richtung gottlose Hauptstadt. Wir sind gut vorangekommen in Irithyll, haben mit dem Ancient Wyvern statt dem Pontiff zu kämpfen gehabt, was ganz gut ging. Auch wenn er ein bisschen wenig Platz hatte, der gute große alte Lindwurm. Ich sehe halt nichts, ne? Ach, wie ich diese Typen liebe. Mit ihren Verzögerungen. Einem echt immer ganz schön auf den Geist gehen. So, da unten liegen rostige Münzen. Great Shield of Glory. Und was haben wir hier stattdessen? Ratten. Statt Ratten haben wir Schnecke. Und einen Ariandel-Vogel. Large Titanite Shard. Oh je. Böser Tausch. Oder schlechter Tausch für dich. Statt dieses riesengroßen Feuerbeschwörers. Okay, dann. Invasion. Jo. Oh, okay. Gerade noch so geklappt. Alva. Panic Roller. Das ist so unglaublich. Ich habe es leider viel zu selten erlebt, dass er so in den Abgrund Panic Rolled. Old Sorcerer's Head. Naja. Runter, 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 runter. Und Gott sei Dank. Gott sei Dank haben wir es jetzt nicht mit Irithyll-Wächtern zu tun. Was mich vor allen Dingen frohlocken lässt, ob des großen Raums unten im Kerker, da wo Carla gefangen ist, wo ja gefühlt 20 von diesen Typen ihre Kreise drehen. Das fällt jetzt flach. Nur frage ich mich, ob ich hier großartig vorwärts komme, wenn mir die entsprechenden Schlüssel fehlen. Wow. Du hast mich jetzt eher erschrocken als der Jumpscare-Schrei. Weil mir fehlt es vielleicht an entsprechenden Schlüsseln, könnte sein. Wie den zum Beispiel. Aber hier gibt es noch viele Items einzusammeln. Insofern bin ich mal noch guter Dinge. Wolltest du mich auch schubsen? Large Titanite Shard. Bevor die alle losgelassen werden. Durch irgendein Trigger-Ereignis. Ah, Titanite Shard, sehr schön. Igitt. Was hast du gegessen? So. Weil da fehlt mir, glaube. Ja, ja. Locked. Okay, rauskommen tue ich nicht. Da unten rum halt. Schauen wir mal. Ja. Interessante bunte Mischung hier. Large Titanite Shard. Nice. Titanite Shard. Wow. Lass mich erst kurz zusammenklappen und wieder aufstehen. Dann kannst du mich zusammenschlagen. Okay. Wurdest du nicht gerandomized?
Wo ist der Hinterhalt hier, der hier steht? Gruselig. Bone Wheel. Hund. Dieb. Wow. Ganz schön dicht bevölkert hier unten. Klamotten über Klamotten. Du warst schon tot. Da war jemand schneller. Oder dich hat einfach der Hunger dahin gerafft. Blessed Weapon. Gut. Linker Teil erledigt. Überqueren wir mal die Brücke und wenden uns dem rechten Flügel zu. Liege! Bah, ekelhaft. Wow, wow, wow. Interessant viele Hollows und Dorfbewohner. Undead Bone Shard! Ist hier noch eine Zelle? Nö, ne? Vor der Tür? Nein. Okay. Golden Scroll. Das wäre jetzt endlich mal was für Orbeck. Okay. Geht gut voran. Auch und vor allem deshalb, weil der Randomizer eigentlich alles hier runtergedummt hat, was die Gegner angeht. Fall trotzdem auf die ganzen Kombos rein. Twinkly Dragon Torso Stone. Okay. Weiter geht's. Tiefe. Oh, das ist der Crystal Lizard. Sunlight Spear. Oh. Das Schwert, ey, Wahnsinn. Bisschen Kacker. Oh, fuck, das habe ich gar nicht gesehen, dass du so einer bist. Jetzt habe ich halt leider nicht den Schlüssel, um oben durch das Fenster zu gehen, damit ich da diese Items mitnehmen kann. Oder das Item. Müssen wir uns merken. Saints Ring. Ach, guck mal. Was ist hier los? Liegt da nicht auch noch ein Item? Nee. Da sitzt nur der Typ. So, Mimic mit Estus Scherbe. Was hast du? Oh. Hey, nein, 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 nein. Oh, ich dachte schon. Omnislayer Greatbow. Ich dachte schon, der ist jetzt durch die Wand geglitscht. So, tschüss. Tschüss, Greatbow. Wäre nicht so cool gewesen. Oh! Ein Ringed Knight. Ringed City Knight. Oh, mit. Sind halt schon voll die Soul of Cinder Moves, ey. Au. Okay, warte mal.
Clam, Shepper, Krach. Ich liebe das an denen. Ah, da merkt man, was für eine Wucht die haben. Throwing Knife. Titanite Chunk. Das ist eigentlich egal, oder? Wobei, gibt es da auf dem Dach, auf dem Vordach, auch noch irgendwie ein Item bei einem der Fenster? Ich glaube, das war so. Oder täuscht mich das gerade? Gehen wir mal runter. Da oben, ne? Black Knight Sword. Ja. Braucht das Black Knight Sword Twinklies? Hope not. Bin gerade überfragt, wie ich zu diesem blöden Vorsprung komme. Der ist nämlich direkt hier. Hä? Lasst's mich wissen, bitte. Ich bin völlig überfragt gerade. Das ist ja... Oh, hi. Stadt des Riesen. Oh Gott. Ja. Ja. Super Stelle für dich. Oh, nö. Combat bauen. Die Mimic ist auch ein Hollow geworden. Demon's Fist. Large Club. Was spuckt jetzt die Falle aus? Immerhin ein Basilisk hat's geschafft. Gemein, gemein, gemein. Hidden Blessing. Mir gehen meine Essensflakons aus. Wer hätte es gedacht? Aber jetzt können wir ja gleich die Abkürzung freischalten, bevor ich den Raum hier durchquere. Cartus Rouge. Gehen wir kurz hoch und machen die Tür auf. Ja, zum Erzdrachengipfel kommen wir auch noch nicht. Wir haben die Geste nicht gefunden. Large Titanite Shard. Da oben liegt Blitz. Irgendein Blitzwunder. Life Ring plus 1. Sehr gut. Okay, das ist schon mal gemacht. Titanite Chunk. Okay, jetzt kommt besagter großer Raum. Huh.
Was läuft da hinten rum? Da ist irgendwas Großes. Oh, das ist ein Wikinger aus dem DLC. Cool. Du machst hier ein bisschen hell, das finde ich nett. Hier sind ekelhafte Babys rumlungern. Also schreien. Great Axe, Titanite Shard. Double Kill. Saintry Belvine. Resin. Soul of an Unknown Traveler. So, jetzt kannst du kommen. Ohne den anderen, bitte. Ohne den anderen, bitte. Ernsthaft? Sind jetzt beide aggro. Those Wikinger. Gut. Mimic. Simple Gem. Achtung, Jumpscare ahead. Name the Soldier. Perfekt. Eine Kohle für André. Heal Aid. Titanite Chunk. Nee. Dich lasse ich da drin, da gibt's eh nichts. Und die Zelle kann ich leider noch nicht öffnen. What a shame. Okay, weiter geht's. Irithyll Dungeon mehr oder weniger abgegrast, ne? Soweit es halt geht. Es fehlt halt hier und da noch an einem Schlüssel. Großer Seelencontainer hier. Siegbräu. Hier stürzt jetzt wahrscheinlich gleich was ab, weil normalerweise würde der Gargoyle da angeflogen kommen. Es kann auch so ein glutender Tierklumpen sein. Auch okay. Jetzt gibt's erstmal eine Reise in den Feuerbandschrein. Level-Ups abholen. Den Knochensplitter verbrennen, Upgrades überprüfen. Jede Menge zu tun. Hier ist auch ein Knochensplitter normalerweise. Stretch out. Okay, los geht's. Mal wieder zu Hause vorbeigucken. Schauen, was sich da so getan hat. Zuallererst den Knochensplitter. Das ist immer das, was ich am ehesten vergesse. 10 plus 6. Haben wir eine Asche? Nö, ne? Ah. Nö. Aber dir kann ich die Kohle geben. Reinforced Weapon. Also, ich hätte auch... Das Lothric Knightsword hätte ich eher mal aufleveln sollen.
als das Longsword, das normale, aber das ist jetzt auch nicht so weit, nicht weiter tragisch. Oh, das Black Knight Sword, das ist allerdings, wäre mir lieber. Twinklies auch, ist das ärgerlich. Das ist halt meine Lieblingswaffe. Ja. Oh, das ist halt sauschwer. Ich muss meine Level-Ups jetzt in Belastung investieren. Twinklies verkauft die auch. Unendlich sogar. Was hätte ich jetzt noch gebraucht? 3 Stück, oder? Als Vorbereitung für das Ding, dass ich es bald mal benutzen kann. 3 Stück, ja. Okay. Drei. Ashen One. Weil das Black Knight Sword, ihr wisst es, es ist einfach meine Lieblingswaffe und deswegen muss das sein. Aber dann muss ich... Ja, ich könnte meine Klamotten ablegen, aber ich könnte auch dann jetzt in nächster Zeit ein bisschen auf die Belastung nachziehen. Wäre sowieso nicht schlecht. Ich mag meine Rüstung, sie sieht cool aus. Deswegen zurück. Jetzt habe ich etwas, worauf ich hinarbeiten kann. Mein Lieblingsschwert zu verwenden. Ist das die richtige Richtung? Nein. Auch etwas, was ich mir nie merken kann. Aus welcher Richtung muss ich diesen Turm verlassen? Genau. Hier unten ist ein New Game Plus Ring. Dachte ich. Ich hätte wetten können, dass... Black Flame. Gut versteckt, ey. So, dann komme ich doch nochmal hier irgendwo in diesen Turm rein. Das ist auch echt etwas, was ich mir nie merken kann. Wie komme ich an diese Items in dem Turm? Hier, oder? Ja. Ja, genau. Oh, der Toxinsee. Habe ich. Ich habe 6 Moosklumpen mit Blüte. Und die ganzen The Grudge-Spinnen lungern. Crystal Lizard Nummer 1 mit Great Lightning Spear. Was scheppert da so? Unheilvoll. Lightning Gem. Charcoal Pine Resin. Soul Greatsword. Titanite Scale. Oh je. Aber lässt. Jetzt bin ich toxifiziert. Diese Range und der Winkel und die Verzögerung.
Close. Ach, der hat hier so unheilvoll gescheppert. Der Käfig. Oh Gott! Oh! Hogwarts. Ne, 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 ne. Ne, ne. Estus, Aschen-Estus-Ring. Brauche ich auch nicht. Au, au, au. Stamina. I got no Stamina. Gehen wir umrum erstmal. Oh, jo, 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 jo. Was hat mich denn da schon wieder infiziert? Da auf dem Dach unter mir liegt doch auch da nochmal ein Gegenstand, oder? Ja. Okay. Zu euch komme ich gleich. Wobei, jetzt ist hier gerade Ruhe. Soul of an Unknown Traveler. Hier ist eine Mimik. Wow, 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 wow. Komm mal da aus der Ecke raus. Dankeschön. Ah. Deswegen, komm aus der Ecke raus. Titanite Skates. Ich brauche den Wandlungsofen. Lloyd's Sword Ring. Schön. Statt Abfall, der hier normalerweise liegt. Gut, jetzt vorsichtig auf diesen Vorsprung. Wobei, so vorsichtig muss man da gar nicht sein. Soul of Dragonslayer Armor. Blade of the Dark Moon. Gerade so geschafft aus dem Toxinsumpf sich gerettet. War nur eine halbe Sekunde übrig, wenn überhaupt. Diese Schildkröten. Ey, wirklich. Eine Ember wenigstens. Okay. Shadow Garb. Mein Estus füllt sich geradezu, oder halt ein Estus füllt die Hälfte meines Lebensbalkens auf. Mehr nicht. Siegwarts Zelle brauche ich gar nicht springen. Wobei, liegt da ein Item davor noch? Nee, nur in seiner Zelle, ne? Die Scholle. Die ist in seiner Zelle. Ja, ja. Oh Gott, da oben. Der Zauberer. Ging leichter als der Zauberer. Titanite Chunk. Ember. Ich mach kurz einen Double Check. Mit einem gefailten Sprung. Nee. Nee, 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 nee. Da ist nix. Und der Zellenschlüssel fehlt mir. Oh. Fehlt mir nicht. Aber wieso habe ich dann Carlas Zelle nicht öffnen können? Habe ich das gar nicht probiert? Ist das dieselbe, derselbe Schlüssel? Ich kann es mir nie merken. Oh je. Da ist Riesenalligatorenvieh. Da will ich lieber gegen den Riesen kämpfen.
Zum ersten Mal kämpfen wir gegen so ein blödes Vieh. Ja, statt einem wichtigen Schlüssel finden wir hier nur Müll. Titanite-Chart. Blast Gem. Ember. Mimic. Spider Shield. Du bist auch geflohen. Verständlich. Lass du mich jetzt bitte mal heilen, danke. Ich hasse dieses Vieh, wenn vor allen Dingen nichts sieht. Ah. So, Ruhe. Soul of a Very Warrior. Was willst du? Jetzt kommen hier wirklich Ratten raus. Ja, bück dich halt, dann kommst du raus, Idiot. So. Nächste Abkürzung. Oh. Ring of Steel Protection 3. Ah. Schalter? Da. Perfekt. Badam. Kann ich... Ich könnte doch eigentlich mal... Havels Ring anziehen, ne? Wegen dem Großschwert. Das wäre auch eine Möglichkeit. Hm. Schwierige Entscheidung. So. Der Kreis ist geschlossen. Dann geht's jetzt Richtung Yorm. Travel Profane Capital. Das mit dem Dachvorsprung an dieser Fensterfront macht mich wahnsinnig. Ich denke da, glaube ich, zu kompliziert. So, erstmal die Brücke. Schießen die überhaupt? Denn. Oh ja. Frage beantwortet. Twinkly Titanite. Coveted, ja, da habe ich schon den dritten. Crown of Dusk. Hier. Large Titanite Shard. Ach, hier auch noch. Schön. Oh, da ist ein Ringed Knight. Nice. Hab mich auch schon gesehen. Nice. Ember. Besser als rostige Münzen. Proof of Concept Code.
Uiuiui. Der Einzige, der Bock auf mich hat, ist der Hollow hier. Das sind die Schlimmsten, ey. Schepper. Yes. Bist etwas auf Abwägen? Moment. Bin schon zu weit gelaufen. Hier war die Abzweigung. Confusion. Oh. Aber da ist ja eh kein Item. In die andere Richtung. Da sind immerhin noch drei Truhen. Zwei davon sind Mimics. Das heißt, jede Menge Gegner jetzt hier. Boah. Uff. Keine leichte Kombination. Oh nein, der mit den zwei Ultra-Großschwertern. Contraption Key. Oh Gott, das will, ne. Mal sehen, wenn ich Abstand gewinne, ob vielleicht einer von den beiden dann aufhört. Oh nein. Könnte klappen. Es sei denn, die packen den Golfswing aus. Oh oh. Okay, Nummer 1. Jetzt du. Der Hund bringt mich aus dem Konzept. Wie es immer Hunde tun. In diesem vermaledeiten Spiel. Ausdauer. Okay. Puh. Da verlangt einem das Spiel alles ab. Keiner von den beiden war die Mimik, vermutlich. Schön. Jetzt hau ich den auch noch um. Vielleicht. Oh, nee, doch nicht. Da ist noch ein Lothric Knight. Der Elite-Art. Okay. Oh, wieder eine Schildkröte. Man kann bei diesen Typen nicht genug Abstand haben. Die kommen angesprintet und mit einem 3 Meter langen Schwert. Wahnsinn. Aber ich muss da freiräumen, weil da sind zwei Mimics. So. Huiuiuiuiui. Sonst irgendwas Schlimmes hier? Nö, bis auf die Schildkröte. Der Night Chunk.
Das war ja richtig lohnenswert. Gut. Bevor wir uns angucken, wer da hinten wartet im Bossraum, gehe ich kurz nach Hause. Level Ups. Außerdem klingelt gerade das Telefon. Bin gleich wieder da. Und weiter geht's. Keine Knochensplitter, keine Estus-Scherben. Dafür Level Ups in Belastung. Vitality. Mehr. Ich brauche mehr. Viel mehr. Geh mal her. Cell. Seelencontainer. Jo. Kann man die auch eintauschen? Außer sie jetzt wieder zu beleben damit. Aber im Wandlungsofen? Noch nie ausprobiert. So, gibt's noch zwei Level-Ups? Fast. Ich brauche noch, ja, ein bisschen. Oh, Moment. Nee. Hat doch gerade gereicht. So, nur mal kurz einen Zwischencheck. Wie viel ich noch... Ich brauche da noch einiges. Ich glaube, ich werde echt meine Klamotten ausziehen. für das Black Knight Sword. 75. Jetzt machen wir den Bosskampf noch. Ja, dann ziehe ich nach wie vor dann Ding nach. Und dann ziehe ich mich, glaube ich, wieder ein bisschen aus. Um das Schwert führen zu können. Das wäre toll. Das wäre so toll. Gut, mit Vollgas zu Jorm. Schauen wir mal. Kann ja nur kleiner werden, der Gegner. Der Boss da drin, ne? Okay, an allen Burschen hier vorbei. Leichter gesagt als getan. Alle durchgeknallt. So, Jom. Lothric the Giant, Lorien the Giant. Oh. Zweite Phase von den Zwillingsprinzen. Ganz komisch, wenn man sein Schwert nicht hört. Das macht's echt schwer. Ja, die, wenn ich die kein Audio-Feedback habe, ist das nicht einfach. Ein bisschen mehr hätte er schon aushalten dürfen. Lord of Cinder Fallen. 4 Embers. Ah! Jetzt werde ich rausteleportiert. Ich will noch den Storm Ruler holen. Den will ich jetzt schon noch holen, sonst vergesse ich das noch. Ah, nehmen wir einen Homeward Bone. Die 4 Embers weg. Homeward Bone. Use. Letztes Rast. Leuchtfeuer. Und schnell noch darunter.
wieder ein paar heiße Pfoten holen. Ich weiß. Schüttelt nicht den Kopf. Gut. Hier ist jetzt am nächsten auch ein Leuchtfeuer, zu dem ich mich dann rüber teleportieren kann. Firestorm. Gut. Wir machen einen Abstecher in den Feuerlingsschrein. Denn gibt ja bestimmt ein Level up. Welcome. Very well. Then take. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich pfeife auf die Seelen. Ich ziehe Havels Ring an. Und das Black Knight Sword. Hier bin ich jetzt gerade bei 190 plus 160. Macht 350. 240 plus 100, ja, genau gleich. Genau gleich. Aber es ist halt cooler, ne? Probieren wir's. Es ist jetzt, eigentlich wäre das andere Schwert besser, weil es schneller schlägt, mit demselben Schadensoutput. Das heißt, ich mache pro Sekunde mehr Schaden. Aber es ist halt das Schwarzritter Großschwert, ne? Das ist halt schon was anderes. Yuria, die Hoffnung brauche ich nicht mehr haben, oder? Nee. Aber ich kann Orbeck noch die Rolle geben. Toll. Die Quest ist kaputt. Was heißt kaputt? Ich habe sie kaputt gemacht. Der ist weg. Damn you! Dann werden wir in der nächsten Episode schauen, wer anstelle der Tänzerin auf uns wartet und den Weg versperrt in die nach Schloss Burg Blothric und vor allen Dingen in den Garten des verzehrten Königs. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit diesem Video und ich würde mich über den Daumen freuen, wenn es euch gefallen hat. Nicht vergessen, wenn ihr den Kanal abonniert, verpasst ihr kein weiteres Video mehr. Hier geht's in Kürze weiter. Bis dahin. Viel Spaß beim Spielen. Bye bye und macht's gut.